Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Endlich wieder Flanellhemdenzeit. Heute bei uns das Long Sleeve Shirt Busch von 414. Bei 414 gibt es nicht nur Hosen, die wir euch schon vorgestellt haben, sondern auch Shirts. Natürlich im Winter, was soll man anderes tragen? Oder was trage ich anderes? Flanellhemden. Ich habe jetzt natürlich dummerweise mal ein Sommerhemd angezogen, damit ich das hier vorstellen kann, weil am Körper selbst das vorzustellen, ist meistens dann immer etwas schwieriger. Das Hemd ist ein Flanellhemd aus 100% Baumwolle. Es ist sehr gerade und weit geschnitten, um natürlich auch passend zu den Hosen entsprechend Undercover-Ausrüstung für den verdeckten Einsatz gut unterzubringen und verstecken zu können. Von der Ausstattung her haben wir hier einiges zu bieten. Ihr seht schon, wir fangen mal mit dem Muster an. Ihr denkt jetzt zuerst, okay, es ist vielleicht nur ein einfaches Karo-Muster in Grün, aber tatsächlich sind die Farben hier so gewählt, dass sie, deswegen sagt auch der Name Busch, die Farben sind abgestimmt auf Multicam und in Kombination und auf weite Entfernung hat das hier tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Tarnwirkung. Von der Ausstattung her haben wir hier zwei aufgesetzte Brusttaschen, die sich hier mit einer kleinen Schockhortlasche entweder so öffnen lassen oder eben halt klassisch mit beiden Fingern über die komplette Front. Das Ganze wird mit Klettverschlüssen verschlossen. Wie ihr sehen könnt, ist hier in der Mitte eine eingesetzte Tasche. Die ist gedacht für Stifte oder Knicklichter. Das heißt, ihr habt hier einen schmäleren Einschub für dünne Stifte und einen breiteren Einschub für dicke Stifte oder eben für Knicklichter. Das Ganze habt ihr auf jeder Seite. Das heißt, ihr könnt insgesamt zwei Knicklichter und zwei Stifte oder vier Stifte oder vier Dekompressionsnadeln oder was gibt es noch in der Form? Fällt mir gar nichts ein. Also auf jeden Fall passt da ein Haufen Zeug rein. Gut, dann haben wir hier unterlegt nochmal auf jeder Seite mit einem ganz, ganz kleinen, feinen Zipper eine verdeckte Tasche auf der Brust, die hier auch ordentlich Stauraum bietet. Ihr seht, ich kriege meine ganze Hand rein und das Ganze geht auch bis zur Schulter hoch. Das heißt, auch hier hätte ich die Möglichkeit, zum Beispiel Kartenmaterial unterzubringen, ohne dass das groß auffällt. Da gibt es noch eine Besonderheit, die zeige ich euch aber dann, wenn es ans Eingemachte geht. Der Kragen, wie ihr sehen könnt, ist klassisch lang geschnitten, hat hier auch nochmal zwei zusätzliche Knöpfe, um den zu fixieren. Kann man natürlich auch offen tragen, so wie man das möchte. Die Rückseite hat nichts zu bieten. Die Ärmel werden mit Druckknöpfen geknöpft und ihr seht, man kann das auch sehr, sehr gut krempeln. Ihr habt zwei Druckknöpfe zur Verfügung, um eure Bündchen einzustellen. Druckknöpfe findet ihr auch hier über die ganze Front. Das heißt, das Hemd lässt sich hier öffnen und hier habt ihr auch nochmal ein Special. Das heißt, hier ist ein Einschub. Da könnt ihr dann auch entweder nochmal einen Stift, ich nehme einen dünnen, der dicke ist mir hier zu dick. Hier könnt ihr dann entweder auch nochmal einen Stift reinpacken. Da muss man nur gucken, dass man hier am Knopf vorbeikommt. Das ist dann ein bisschen eng, aber es würde theoretisch gehen. Aber gedacht ist es eigentlich für eine Sonnenbrille. Die lässt sich hier auch wunderbar unterbringen. Und dann habt ihr immer was, wo ihr die, also müsst ihr nicht oben in den Hemdkragen reinstecken, sondern habt ihr tatsächlich ein dediziertes Fach für eure Sonnenbrille oder auch die normale Lesebrille. Die Druckknöpfe lassen sich dann hier auch relativ einfach öffnen. Das heißt, auch wenn ihr undercover-mäßig irgendwie was treibt und schnell an eure Kurzwaffe ran müsst, könnt ihr das Hemd geschlossen tragen, könnt das einmal komplett aufziehen. Und da hat sich auch noch mal jemand was bei gedacht, denn hier im unteren Bereich habt ihr jeweils rechts und links für Rechts- und Linkswaffenträger oder eben auch für die Magazine eine kleine Einschubtasche unten. Die ist auch so designt, dass da nichts rausfallen kann. Da könnt ihr zum Beispiel dann eine Münze hineinstecken, um das dann zu beschweren. Und das hilft natürlich dann, wenn ihr das Hemd zurückschnickt, um an die Kurzwaffe zu kommen, dann fliegt das natürlich viel besser, einfach weil es hier auf der Front nochmal beschwert ist. Das habe ich hier gerade eben gesehen. Ich glaube, ich habe schon wieder was gefunden, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Hier ist nochmal eine kleine Tasche versteckt. Diese Italiener, die sind voll die Taschenfreaks, das ist unfassbar. Die ist von der Tiefe her bis zum Knopf. Das heißt, hier könnte ich auch ohne weiteres nochmal eine SIM-Karte unterbringen. Ja, dann haben wir noch für alle, die mit Funk oder mit iPhone oder sonst irgendwas, Kopfhörern arbeiten wollen, hat das Hemd auch nochmal eine Vorbereitung. Das heißt, ihr habt hier im Kragen rechts und links jeweils ein kleines Stück Daisy-Chain, wo ich jetzt hier gerade mein Mikrofon befestigt habe. Und das könnte ich dann entweder einmal hier nach unten führen,
Dann habe ich hier jeweils auch beidseitig einen kleinen Streifen Klett, wo ich dann hier auch nochmal Kabel führen kann. Das wäre zum Beispiel für das Funkgerät. Dann könnte ich das Kabel bis zum Gürtel, wo das Funkgerät in der Hose steckt, dann tragen. Oder aber, und das war das, wo ich gesagt habe, wenn ihr euer iPhone oder ein iPod oder sonst irgendwas habt und dann hier durch die Tasche arbeiten wollt, dann nehmt ihr einfach das andere Ende eures Kabels, wenn ihr es oben befestigt habt. Jetzt gerade mal hier die Klettlasche lösen. Und dann habt ihr hier nochmal einen Einschub, der ist direkt hier unterm Kragen. Da führt ihr euer Kabel durch und das kommt dann wieder hier zum Vorschein. Das heißt, ihr könnt hier in eurer Tasche dann auch nochmal in der verdeckten Tasche mit einem Gerät arbeiten und das Kabel geht dann direkt nach oben. Also eins muss ich euch sagen, das Long-Sleeve-Bush-Shirt von 414, wenn es das nochmal in gedeckten Farben geben würde, das wäre ideal für den Undercover-Einsatz meiner Meinung nach, also beziehungsweise hier bei uns in unseren Regionen im urbanen Undercover-Einsatz, weil du hier einfach perfekt alles unterbringen kannst und gerade auch für die Sicherheitskräfte. Im Endeffekt kannst du hier deinen Kopfhörer ins Ohr setzen, der ist eh, weil er durchsichtig ist, unauffällig. Dann hat man gerade mal dieses kleine Stück Kabel, was hier runterläuft, was man sieht. Und dann kann ich hier das Kabel hier reinführen, könnte theoretisch sogar das Funkgerät hier in die Tasche packen, weil die Antenne hier auch innen geführt werden kann und kann dann hier meinen PTT durch den Ärmel bis zum Finger führen. Also alles perfekt untergebracht. Gefällt uns sehr, sehr gut. Wir hoffen, dass da auf jeden Fall noch andere Farben kommen werden. Denn das Grün hier ist natürlich für urbane Geschichten oder für, sage ich mal, für, wenn man eher schicker aussehen muss, das Falsche. Aber ansonsten vom Design her, Taschendesign, Ausstattung ideal. Ihr bekommt das Longsleeve Bush Shirt von 414 bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Die müssen dringend ihren Namen ändern, oder? Aber ansonsten sehr, sehr cool und sehr, sehr coole Features. Schreibt uns mal, was euch besonders gut gefällt und welche Farben ihr gerne sehen würdet. Wir geben das dann mal an 414 weiter. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.